Herzliches guten Abend allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an dem heutigen Gespräch. Im Namen des kommissarischen Präsidenten der GSP, Herrn Jürgen Höcher, heiße ich Sie zur heutigen Diskussion mit dem Inspekteur des Kommandos Cyber- und Informationsraum, Herrn Vizeadmiral Dr. Thomas Daum, den ich hiermit ganz besonders begrüße. Willkommen. Besonders freue ich mich, dass sich die junge GSP mit ihren Sprechern Jessica Nies und Stefan Klaus dieses für die Bundeswehr noch recht jungen Themas angenommen haben und den heutigen Abend moderieren werden. Nur zur Einordnung, noch Anfang der 2000er wurde das Thema Cyber oder unter dem damaligen Terminus, zumindest ein Teil davon, Computernetzwerkoperationen, noch in dem von mir geführten Referat, das war das Einsatzplanungsreferat im Führungsstab der Streitkräfte, mit nur zwei Referenten in Nebenfunktion behandelt. Fast 20 Jahre später haben wir jetzt einen militärischen Organisationsbereich, genauso wie das Heer, die Luftwaffe und die Marine. Sie sehen, ein für die Bundeswehr noch junges Thema, aber ein auch die sicherheitspolitische Zukunft mitbestimmendes. Ihnen allen wünsche ich einen spannenden Abend mit Admiral Dr. Daum und der jungen GSP. Und damit übergebe ich an Stefan Klaus. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr General Schwalb, für Ihre freundliche Begrüßung. Und auch ich möchte Sie heute Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, herzlich zu unserer Veranstaltung willkommen heißen. Mein Name ist, wie Sie das schon gerade gehört haben, Stefan Klaus und ich bin Bundessprecher der jungen GSP. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Jessica Nies, ebenfalls Sprecherin der jungen GSP und gleichzeitig auch Leiterin der Sektion Berlin, möchte ich heute Abend unseren Gast, den Inspekteur des Cyber- und Informationsraumes, Herrn Vizeadmiral Dr. Thomas Daum, herzlich begrüßen. Herr Admiral, schön, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, diese Veranstaltung ist Teil der Reihe Inspekteure im Gespräch, die wir als Gesellschaft für Sicherheitspolitik ins Leben gerufen haben. Und nachdem wir uns bereits mit den Inspekteuren Herrn General Mais, Herrn General Baumgärtner und Herrn General Schelleis unterhalten haben, Sie finden diese Videos dazu übrigens auch auf unserem YouTube-Kanal, widmen wir uns heute dem Bereich des Cyber- und Informationsraumes, kurz CIR, der seit 2017 als eigenständiger Organisationsbereich der Bundeswehr besteht. Bevor wir über Fragen des Cyber- und Informationsraumes selbst sprechen, möchte ich Ihnen aber zuerst gerne unseren Gast kurz vorstellen und Herr Admiral Dr. Daum, Sie entschuldigen bitte, dass ich mit Blick auf die Zeit nicht Ihren kompletten Werdegang vorstellen kann, sondern mir erlaube, einzelne Stationen aus Ihrem Lebenslauf hervorzuheben. Herr Admiral Dr. Daum, Sie sind Jahrgang 1962, sind 1981 in die Marine eingetreten, haben 1985 das Studium der Informatik abgeschlossen und waren später von 1992 bis 1995 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität der Bundeswehr in München und haben dort auch Ihre Promotion mit dem Titel Entwicklung einer standardisierten Kommunikationsschnittstelle für ein verteiltes Führungs- und Waffeneinsatzsystem verfasst. Von 1996 bis 1998 haben Sie den 38. Admiralsstabslehrgang absolviert und, jetzt kommt ein etwas größerer Sprung, wurden nach mehreren Truppen- und Ministerialverwendungen 2012 Abteilungsleiter Informationstechnik im BayernBW. Und 2015 Deputy General Manager, Chief of Staff and Chief Operating Officer bei der Communication and Information Agency der NATO und sind 2019 zum Kommando Cyber- und Informationsraum gewechselt und konnten sich dort als Chef des Stabs 18 Monate lang bereits sehr gut mit ihrem jetzigen Führungsbereich vertraut machen, denn sie sind seit September letzten Jahres Inspekteur des Organisationsbereiches CIRM. Entsprechend Ihres Verantwortungsbereiches wollen wir uns heute also sachlich und wie immer kritisch mit Ihnen über die aktuelle Lage im Cyber- und Informationsraum unterhalten, wo Deutschland derzeit steht und wohin wir noch müssen. Und meine Damen und Herren, wir werden heute nach dem Ihnen bekannten Muster vorgehen. Jetzt gleich nach meinen einführenden Worten wird Herr Admiral Dr. Daum einen Input-Vortrag halten und anschließend werden Frau Nies und ich zu verschiedenen Themen noch einmal Nachfragen stellen. Danach möchten wir dann ca. 18.45 Uhr auch sehr gerne Ihre Fragen an Herrn Admiral Dr. Daum richten und freuen uns, wenn Sie schon während der Veranstaltung Ihre Fragen stellen und wir diese sammeln können.
Nutzen Sie dazu einfach die Frage- und Antwortfunktion, die Ihnen in der Mitte des Bildschirmes mit dem Symbol F und A angezeigt wird. Und denken Sie auch bitte daran, je kürzer und knackiger Ihre Frage formuliert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir als Moderierende Ihre Fragen in Ihrem Namen stellen werden. Publikationswürdige Essays werden wir heute hier an dieser Stelle nicht vorlesen. Sie haben dafür sicherlich vollstes Verständnis. Ich denke, das war jetzt auch genug der Einführung und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag, Herr Admiral. Sie haben nun das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Stau. Wie bin ich denn zu hören? Ich muss noch mal kurz gucken, dass hier nichts schief geht. Sie sind gut zu hören, denke ich. Ich bin gut zu hören, alles klar. Ich wollte gerne gleich die Fragen mitlesen, aber ich glaube, das führt dann doch hier zu doppelten Echos, das wollen wir vermeiden. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, für die Vorstellung. Ich habe Verständnis, dass Sie es gekürzt haben. Ich habe ja gerade mein 40-jähriges Dienstjubiläum gehabt. Das hätte dann in der Tat zu lange gedauert. Aber da ich natürlich Marineoffizier bin, will ich mit einem Satz erwähnen, dass ich natürlich auch zur See gefahren bin, dass ich Wachoffizier und Kommandant eines Schnellboots war, dass ich S3-Stabsoffizier, Stellvertreter geschwadert wurde und Kommandeur eines Schnellbootgeschwaders war. Sonst fragt sich noch jemand, wie kann man denn Admiral werden, ohne zur See gefahren zu sein? Und an meine Schnellbootfahrerzeit denke ich noch ganz besonders gerne zurück. Aber das ist heute nicht das Thema. Da könnte ich viele nette Geschichten erzählen, denn Sie haben mich ja eingeladen als Inspekteur des Cyber- und Informationsraums, um zu Ihnen zu sprechen, mich mit Ihnen austauschen zu können. Dass das nun mit diesem Format läuft, ist, denke ich, für uns alle nicht mehr ungewöhnlich. Daran haben wir uns gewöhnt und zum Teil haben wir das auch schätzen gelernt. Immer wenn man auf eine Frage keine Antwort weiß, bricht ganz zufällig die Verbindung zusammen. Ich verspreche, ich werde mir Ihre Fragen heute anhören und werde sie gewissenhaft beantworten, so kritisch sie auch sein mögen, in der Hoffnung, dass mir dazu auch eine gute Antwort einfällt. Ich möchte Ihnen, und so war es vereinbart, einleitend einen kurzen Überblick darüber geben, warum haben wir den Organisationsbereich CIR aufgestellt, welche Aufgaben erfüllen wir in einem inzwischen durch Hybridität geprägten Konfliktbild und wie begegnen wir den Herausforderungen der Digitalisierung. Und dass wir in bewegten Zeiten leben, Corona, Flut und gerade Kabul, Afghanistan, das werden Sie anerkennen. Es ist eben nicht nur die Pandemie, sondern auch die Sicherheitslage dieser Welt, die sich verändert hat, auch in Europa und die sich auch weiterhin permanent verändert. Und Afghanistan zeigt uns das nur aktuell gerade eben. Ich möchte kurz auf die Auswirkungen der Digitalisierung und damit die Bedrohungslage im Cyber- und Informationsraum eingehen, denn Digitalisierung ist unverändert das zentrale Thema unserer Zeit. Natürlich bietet uns allen unseren Gesellschaften, Staat, Wirtschaft, Wissenschaft eine Menge. Digitalisierung bringt uns nach vorne, aber natürlich nicht nur diese Institutionen, sondern letztlich jeden Einzelnen von uns. Sie mit Ihrem Smartphone, Ihrem iPad und was immer Sie nutzen und letztlich natürlich auch für die Streitkräfte. Und Digitalisierung bietet natürlich enorme Chancen. Nicht nur für Sie, die Sie es nutzen, sondern auch für potenzielle Gegner. Und damit entstehen Risiken für unsere Gesellschaft. Und Cyberangriffe auf Staaten, auf Wirtschaftsunternehmen, inklusive kritischer Infrastrukturen bis hin zu den privaten Haushalten sind lange Realität. Und Sie können das im Grunde genommen jeden Tag in der Zeitung nachlesen, dass irgendwo irgendwas passiert. Und das ist natürlich der Angriff sozusagen im Cyberraum. Aber genauso von Interesse sind Aktivitäten im Informationsumfeld, wenn wir über Fake News sprechen, wenn es darum geht, Unruhen zu schüren, dann stellen wir fest, auch das ist an der Tagesordnung. Und wie schwierig auch momentan die Situation in der Bewältigung in Kabul ist, vor dem Hintergrund der vielen, vielen Informationen, die dort verbreitet werden, der vielen Kommunikation, die dort aufgenommen wird. Es ist schwierig und insoweit Desinformation, Missinformation, aber auch de facto Propaganda nimmt natürlich Einfluss auf staatliche und in Teilen innerstaatliche Konflikte. Und ich denke, wir sind uns mittlerweile alle bewusst,
wenn wir wieder auf das Thema Cyber gehen, wie Schadsoftware für global agierende Unternehmen, aber auch für Privatpersonen kritisch sein kann. Ob das nun WannaCry vor Jahren war mit der Deutschen Bahn, ob das der Hack, ich nenne mal Juli 2020, als selbst die Konten von Barack Obama und Bill Gates manipuliert wurden. Es passiert eine Menge und Sie wissen um den Hackerangriff sicherlich auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der in der Konsequenz zum meinem Wissen erstmalig zur Auslösung eines Katastrophenfalls führte und dann in der Folge auch zu einem Antrag auf Hilfeleistung durch die Bundeswehr im Rahmen natürlich von 35 Grundgesetz. Und Sie wissen, die Bundeswehr engagiert sich hier und da kann ich natürlich formulieren, das sind meine Menschen, Angehörige meines Organisationsbereichs, die in Bitterfeld gerade entsprechend unterstützen. Insofern hochaktuell auf der Tagesordnung und selbst bei zivilen Schäden ist die Bundeswehr zumindest eine mögliche Lösung, wie sich hier gezeigt hat. Diese beiden Beispiele sollen natürlich nochmal darauf hinweisen, dass Cyberangriffe einerseits, Desinformation andererseits inzwischen nicht von ungefähr kommen, sondern dass das wesentliche Bestandteile sind einer Strategie von hybrider Einflussnahme, die wir heute immer wieder beobachten können. Das alles nicht in den letzten 2, 3 Jahren, sondern letztlich auch schon zurückliegend sind diese Effekte erkannt worden. Und deshalb hat 2016 die Bundesregierung die aktuelle Cybersicherheitsstrategie für Deutschland erlassen, als sozusagen Reaktion auf diese Herausforderungen. Und Sie wissen, dass diese Cybersicherheitsstrategie sich derzeit in Überarbeitung befindet. Zwei wesentliche Handlungsträger sind darin erwähnt. Zum einen das Bundesministerium des Innern für den Anteil Cybersicherheit, die Verantwortung, die sich ganz wesentlich im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik abbildet, und die Bundeswehr für die Cyberverteidigung. Und in diesem Kontext hat man dann innerhalb der Streitkräfte auch reagiert, nämlich umfassend mit der ja schon erwähnten Aufstellung unseres Organisationsbereichs. Wenn Sie hören, dass dort 14.000 Menschen arbeiten, dann ist es natürlich nicht so, dass wir 14.000 Menschen neu aufgestellt, ausgebildet und zu diesem Thema einsetzen, sondern es bedeutet natürlich, dass wir vorhandene Expertise gebündelt haben, die in der ganzen Bundeswehr auch schon vorher vorhanden waren und dass wir natürlich auch weitere Fähigkeiten aufgebaut haben. Das hat sich weiterentwickelt und nun haben wir neben den bekannten militärischen Dimensionen Luft, Land, See den Cyberraum hinzugeführt und inzwischen ja nun auch den Weltraum noch als eine eigenständige Dimension ergänzt. Und wenn Sie die Eckpunkte zur neuen Bundeswehrstruktur sehen, dann ist unser Organisationsbereich damit eine von 4 Dimensionen. Wir sprechen gar nicht mehr so von den Teilstreitkräften, sondern von den Dimensionen, von den 4, nämlich Land, See, Cyber und Informationsraum und Luft- und Weltraum. Was haben wir für ein Selbstverständnis? Natürlich sind unsere Aufgaben weit mehr als nur die reine Cyber-Thematik. Uns obliegt der Betrieb und der Schutz des IT-Systems der Bundeswehr im Inland, in den Einsatzgebieten. Ein weiteres Aufgabengebiet natürlich das militärische Nachrichtenwesen, Aufklärungsergebnisse zu bringen, die den jeweiligen Adressaten, militärischen Führern dann die Lageinformationen maßgeschneidert zur Verfügung stellen. Im Kontext dieser Aufklärung gilt natürlich auch die Aktivität im Cyber- und Informationsraum und auf der Basis kann es dann auch zur Wirkung kommen, also auch zu Cyberoperationen, mithin das Eindringen in gegnerische IT-Netze, ob das nun zur Informationsgewinnung oder zur Manipulation solcher Systeme sein kann. Das ist dann eine Frage des Auftrags. Wir zählen den elektronischen Kampf hinzu und natürlich das Thema operative Kommunikation. Was ebenfalls unserem Aufgabenbereich gehört, ist das Thema Geoinformationswesen, also letztlich hochauflösende digitale Geoinformationen jeglicher Art für die gesamte Bundeswehr. Und wenn Sie mir den Hinweis erlauben, auch Karten über die aktuellen Gebiete, die hier in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz von der Flutkatastrophe
betroffen sind. Auch dort haben wir sehr schnell Unmengen von Karten zur Verfügung gestellt, um zu helfen. Daneben das Thema Digitalisierung der Bundeswehr ist unsere koordinierende Aufgabe. Wir versuchen, das voranzutreiben und hier insbesondere darauf zu achten, dass die vielen, vielen IT-Beschaffungsvorhaben, die in die Bundeswehr eingeführt werden, zu einem Gesamtsystem IT der Bundeswehr zusammengeführt werden. Daran setzen wir oder dazu setzen wir natürlich auch die Standards mit Blick auf Informationssicherheit, für Cyber Awareness, aber beispielsweise auch für all das weniger militärische an Anwendung, also Groupware, Kollaborationswerkzeuge etc. Wir betrachten, und das hatte ich erwähnt, und das steckt ja in unserem Namen, den Cyber- und Informationsraum ganzheitlich, weil wir den Informationsraum, also den Umgang mit Informationen, mit Fake News, mit Desinformationen, weil wir diese Themen bei uns zu einem Lagebild Cyber- und Informationsraum ergänzen. Und wenn Sie an das Thema Bundestagswahl in diesem Jahr denken, dann ist ja gerade die Frage, wie wird sich das im Informationsumfeld darstellen, besonders relevant. Ich will nur wenige Sätze dazu sagen, dass wir in der Tat ja 2017 aufgestellt wurden. Damals hat man zusammengefasst, was zusammengehört. Das heißt nicht zwingend, dass es eine optimale Organisation war, die man seinerzeit eingenommen hat. Wir haben dort Überlegungen und Untersuchungen angestellt. Und wenn Ihnen jemals der Begriff CIR 2.0 unterkommt, beschreibt das genau, dass wir uns derzeit im Übergang in eine neue Organisationsstruktur befinden, wo wir zwei neue Schwerpunkte für die Aufgaben sehen, nämlich einmal CIR-Operationen planen und durchführen und im anderen Feld Innovationen in die Digitalisierung der Streitkräfte umzusetzen. Das führt auch dazu, dass wir in der Organisation schlanker werden. Wir werden eine Führungsebene abschaffen, so will ich das mal sagen, und damit auch, ich sag mal, dem dynamischen Tun und Handeln in unserem Organisationsbereich entsprechend Rechnung zu tragen. Wir haben das jetzt gerade begonnen. Sie haben das möglicherweise im Eckpunktepapier gelesen und wir werden in den nächsten Jahren diese Umstrukturierung durchführen und abschließen. Aber letztlich ist das eine Operation am offenen Herzen, denn die Aufgaben sind natürlich in der Zwischenzeit auch weiterhin zu erledigen. Will heißen, Flexibilität und Anpassung sind für uns wichtig. Und das ist auch dadurch getrieben, dass unser Operationsraum, Cyber- und Informationsraum, Besonderheiten enthält, auf die wir uns dabei einstellen müssen und die sich auch von den klassischen Dimensionen durchaus unterscheiden. Das mag das Thema Komplexität sein. Dann gibt es bei uns weniger die Gefechtsstreifen als vielmehr diesen virtuellen Raum. Wenn Sie über die Zeit nachdenken, dann hat das bei uns eine ganz andere Bedeutung. Raum, Zeitfaktoren in den anderen Teilstreitkräften nicht wegzudenken. Bei uns können Sie nahezu über eine beliebige Entfernung ohne Zeitverzug irgendeinen Effekt erzielen. Und natürlich ist es in unserem Umfeld dann auch problematisch, dass inzwischen auch nicht staatliche Akteure über Cyberangriffe Wirkung erzielen können, die in der Vergangenheit im Sinne Gewaltmonopol des Staates den staatlichen Akteuren vorbehalten waren. Dazu kommt, dass solche Handlungen aufgrund der technischen Möglichkeiten besonders gut verschleiert werden können und sich das Thema Attribuierung von Angriffen als besonders problematisch darstellt. Und dann gibt es insoweit eine Vielzahl von möglichen Tätergruppen und Motiven, von Kriminellen über Terroristen, natürlich bis hin auch zu staatlichen Akteuren. Ich will damit das Fazit ziehen, die Gefahrenlage bei allen Vorteilen von Digitalisierung hat sich deutlich verkompliziert. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das wahrscheinlichste Konfliktbild, mit dem wir uns in der Bundeswehr und auch als Staat beschäftigen müssen. Und vor dem Hintergrund sehen wir große kinetische Auseinandersetzungen nicht mehr als das wahrscheinlichste Szenario. Wir brauchen militärische konventionelle Kräfte. Der General Schwalb wird mir da zustimmen, nach wie vor in Qualität und Quantität. Ich glaube aber vorrangig, um Abschreckung zu gewährleisten.
Denn wenn Hybridität zum bestimmenden Merkmal wird, dann wird das in künftigen Szenarien sich ganz anders darstellen. Damit wird die Abgrenzung zwischen innerer und äußerer Sicherheit schwierig werden. Und wenn dann ein geschickter Angreifer unterhalb der Schwelle zur Gewaltanwendung bleibt, dann treten wir in ein ganz neues Szenario ein. Cyberangriffe haben zudem die unangenehme Eigenschaften, dass man in der Regel an vielen unterschiedlichen Fronten handeln muss, wenn der Angreifer seinen Angriff gezielt plant. Und das betrifft zivile Infrastrukturen genauso wie die Streitkräfte und die Gesellschaft. Und da muss man sich schon die Frage stellen, sind wir dafür richtig aufgestellt? Ich werbe dafür, dass wir alle relevanten Akteure, ob das Staat, Wirtschaft, Wissenschaft ist, miteinander zu vernetzen, um im Fall der Fälle, also ich sage mal im digitalen GAU, dann auch hinreichend schnell reaktionsfähig zu sein. Sie mögen den Begriff des Nationalen Cyberabwehrzentrums schon mal gehört haben, im Hause des BSI, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, aufgebaut. Ein Forum für die Zusammenarbeit aller staatlichen Stellen im Kontext der Cybersicherheit. Auch wir als Organisationsbereich bringen uns in das NCAT, so die Abkürzung, ein und tragen bei zur Cybersicherheitslage Deutschland, die dort kontinuierlich verfolgt wird, um im Falle eines Falles dann auch zu reagieren. Das wird im Sinne des NCATs noch zukünftige Anstrengungen bedeuten, um wirklich eine Reaktion zur Handlungsfähigkeit dabei zu erreichen. Aber die Rolle der Bundeswehr innerhalb dieses NCATs ist dankenswerterweise in dem aktuellen Eckpunktepapier deutlich angesprochen und auf eine neue und noch intensive Zusammenarbeit hingewiesen. Das Ganze passiert natürlich auch im internationalen Bereich, ob es in der NATO oder in der EU stattfindet. Dort sind wir natürlich als Org-Bereich mit unseren Kräften entsprechend engagiert. Letztlich, sage ich aber mal, brauchen wir natürlich ein durchgängiges Ökosystem aus Wirtschaft, Forschung, Behörden und Zivilgesellschaft. Und deshalb engagieren wir uns natürlich auch beispielsweise an den Bundeswehruniversitäten im Cyber Innovation Hub, in der neuen Cyberagentur als Joint Venture von BMI und BMVG. Und letztlich kümmern wir uns sehr interessiert um unseren Nachwuchs, der jungen Menschen, aber auch der älteren Menschen, nämlich im Bereich der Cyberreserve. Wenn es also heute Interesse gibt, wenn es Interesse entsteht, was ich wecken kann, dort mitzuarbeiten, dann setzen Sie sich bitte mit unserem Kommando in Verbindung. Und dann haben wir selbst für den, ich sage jetzt mal, Ungedienten, der nie bei den Streitkräften war, dort noch ein Angebot, wenn Sie aus einem IT-affinen Umfeld Interesse haben, im Sinne der Cybersicherheit Deutschlands dort mitzuarbeiten. Herr Klaus, ich ende an der Stelle. Das war ein kleiner Parforce-Ritt, weil Sie mich unter Zeitdruck gesetzt hatten, möglichst die Viertelstunde nicht zu überschreiten. Dann muss man die Sprechgeschwindigkeit etwas erhöhen. Ich hoffe aber, als Teaser hat es gereicht und für die Nachfragen gibt es Stoff, sodass ich jetzt schon mal Dank sage für die Aufmerksamkeit und mich dann auf Ihre Fragen freue. Herr Klaus, zurück zu Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Admiral Dr. Daum. Sie haben es ja schon angesprochen, aber wir können es vielleicht noch zumindest etwas expliziter machen. Wann liegt denn eigentlich ein Cyberangriff genau vor, der militärisch relevant wird? Sie haben gesagt, dass es da Bereiche gibt, wo man agieren muss, aber welche Schwelle muss denn dafür genau erreicht sein? Also letztlich ist ein Cyberangriff ein Angriff, ein Eindringversuch, Aktivitäten, die dazu geeignet sein können, in ein System einzudringen. Das ist letztlich ein Cyberangriff, eine Cyberattacke. Welche Wirkung dabei auch immer erzielt wird. Insofern können Sie als Cyberattacke auch schon eine Phishing-E-Mail sehen, auf die Sie vielleicht draufklicken und damit die Kontrolle über Ihren Rechner verlieren. Das
ist all das, was wir in dem Spektrum von Cyberattacken verstehen. Wann wird das militärisch relevant? Nun, natürlich, wenn sich ein solcher Angriff gegen die Streitkräfte richtet, dann werden wir dort natürlich entsprechend gefordert sein. Es kann, wie wenn wir Bitterfeld sehen, sozusagen mittelbar zur militärischen Relevanz werden, wenn man uns dann bittet, dort zu unterstützen. Letztlich wird es in der, sag ich mal, Schadenshöhe dann die Frage zu stellen geben, welche Qualität hat dieser Angriff, welcher Schaden tritt darin auf und ist das ein Schaden, der mit einem anderen militärischen Angriff, mit einem klassischen kinetischen militärischen Angriff genauso entstehen könnte, sodass es hier im Sinne eines militärischen Angriffs zu würdigen ist. Dabei kommt es natürlich immer auf die Frage an, in welchem Szenar befinden wir uns? Sind wir in einem Konfliktszenar? Ist es eindeutig? Sind wir in einem Friedensszenar? Ist es natürlich schwierig zu beurteilen, kommt dann auch auf die Frage an, wer kann es denn gewesen sein? Welches Ziel mag er dabei haben? Und deshalb ergibt sich dort auch immer die Abwägung, ist das nun sozusagen eine kriminelle Straftat? Dann sind die Polizeibehörden gefordert. Oder könnte das ein Angriff im Sinne eines militärischen Angriffs sein, für den dann der Bundestag oder die Bundesregierung entsprechende Feststellungen treffen müssen, die Bundeswehr hier ins Spiel bringt. Das würde ich mal als Antwort formulieren. Vielen Dank, Jessica, jetzt kannst du sehr gerne. Ja, vielen Dank, mich gibt es nämlich auch noch. Ich bin auch bei der Moderation heute dabei tatsächlich. Wir haben jetzt darüber gesprochen, über den Fall bei der Amtshilfe in Anhalt-Bitterfeld. Vielleicht auch noch mal zur groben Einordnung. In welchem Umfang sieht sich die Bundeswehr eigentlich Cyberattacken ausgesetzt? Haben Sie da vielleicht einen kurzen Überblick zahlenmäßig? Gab es da vielleicht auch signifikante, herausragende Szenarien, die passiert sind? Also wir sind natürlich, wie viele zivile Unternehmen auch, permanent Opfer von Angriffen, wobei ich Opfer jetzt nicht verstanden wissen will als einen erfolgreichen Angriff. Viele dieser Aktivitäten passieren natürlich automatisiert. Das heißt, das ist nicht der eine Hacker, der den Knopf drückt, sondern wenn der eine Hacker den Knopf drückt, dann aktiviert er damit in der Regel ein Bombardement von Angriffen. In der Regel scheitert das an unseren Firewalls, sodass wir dort zwar zahlenmäßig in hohen Stellen agieren, aber in dem, was dann dabei durchgeht, ist das in der Regel nicht erfolgreich. Es gibt natürlich Phishing, Spearphishing, Ransomware, Dinge, die gezielt eingesetzt werden in der Hoffnung, dass man damit die erste Firewall überwindet und möglicherweise beim, wie man so schön sagt, Man in the Loop, also beim Operator, beim Bediener, einen entsprechenden Effekt auslöst, dass er nämlich den Anhang so attraktiv findet, dass er ihn anklickt. Ich habe mir sagen lassen, Amazon-Gutscheine in Höhe von 10 Euro lösen automatisch einen Klickreflex aus. Zumindest haben wir auch hausintern dort durchaus im Sinne der Cyber Awareness Campaign entsprechende Effekte feststellen können. Wir verfolgen natürlich alle möglichen Angriffsvektoren sehr intensiv. Wir haben in den letzten 12 Monaten, dafür will ich mal Verantwortung übernehmen, keine Attacken gehabt, die in dieser Hinsicht erfolgreich waren. Ich muss es aber natürlich immer so weit relativieren. Wir wissen nicht um die Attacken, die möglicherweise erfolgreich waren und die gar nicht darauf zielten, sofort erkannt zu werden, sondern einfach nur möglichst tief reinzukommen ins System. Wir sind aber relativ gut überzeugt, dass wir mit sicheren Systemen arbeiten, sowohl in dem Anteil, den für uns die BWIT-Gesellschaft, die BWI, entsprechend leistet, als auch für die Systeme, die wir selber betreiben. Und Sie mögen ja verfolgt haben, dass wir
im Kontext unserer Sicherheitsaktivitäten dort auch Hacker eingeladen haben, auf uns, auf unsere Systeme loszugehen. Und das hat uns auch dann ein entsprechendes Gefühl gegeben, wo wir stehen mit der Sicherheit unserer Systeme. Frau Nies, guten Abend. Wir hatten uns ja vorher noch gar nicht begrüßt. Guten Abend. Ich würde tatsächlich noch eine Frage, kurze Frage anschließen wollen, weil wir jetzt mit den ganzen Begrifflichkeiten gerade jonglieren. Cyberangriff, Phishing, Mails, Cyberattacken. Da gibt es natürlich auch viele Begriffe, die umherschwirren. Da vielleicht nochmal der Begriff Cyberwar. Was muss man sich denn darunter vorstellen unter einem Cyberwar, wenn man jetzt aus dem analogen Gefechtsfeld vielleicht einmal ins Digitale kommt, dass wir das mal ganz kurz abstecken, bevor dann Stefan Klaus noch eine Frage stellt? Ja, also der Begriff wird ja von uns nun nicht unbedingt nach vorne geschoben, weil er auch schwierig einzuordnen ist. Natürlich kann man sich bei einem Seekrieg, einem Luftkrieg und einem Landkrieg dann vorstellen, dass ein Cyberwar dann offensichtlich sich ausschließlich im Cyber- und Informationsraum abspielt. Das ist die theoretische Definition, die man dann nutzen könnte. Ein, ich würde jetzt mal sagen, exklusiver Cyberwar, den würde ich in einem Konfliktszenar nur als Teilaspekt betrachten. In einem, sage ich mal, Zustand des Friedens, in dem Aktivitäten passieren, würde ich noch nicht vom Cyberwar sprechen. Dankeschön. Herr Admiral, damit zusammenhängt auch die Frage, wie bewerten Sie denn eigentlich den Trend, dass auch auf dem Gefechtsfeld immer mehr sozusagen digitale Geräte zwischengeschalten sind? Und wie sieht denn überhaupt das Gefechtsfeld der Zukunft aus? Also das Gefechtsfeld der Zukunft ist natürlich von Dynamik geprägt in diesem Kontext, und nur wer dort Informationsüberlegenheit besitzt und wer dort die nötige Geschwindigkeit in seinen Sensor-Effektor-Verbund reinbringen kann, der hat aus meiner Sicht dort auch Überlebenschancen. Das heißt natürlich, dass wir, wenn wir an unsere Heereskräfte denken, an unsere Landstreitkräfte, dort mittlerweile vorankommen in der Vernetzung der Waffensysteme plattformübergreifend, sodass der eine vielleicht etwas erfasst und der andere darauf reagiert. Das kennen wir aus dem Luftkrieg und dem Seekrieg schon seit vielen Jahren, wo plattformübergreifend die Waffensysteme zusammengebunden wurden. Wenn ich das so formuliere, dass das deutsche Heer, dass die Landstreitkräfte dort einen gewissen Nachholbedarf haben, dann liegt das natürlich daran, dass wir dort von ganz anderen Zahlen reden, von der Zahl der Panzer, von der Zahl der einzelnen Soldaten. Mit dem Infanteristen der Zukunft wird aus einzelnen Soldaten ein kleiner Kampfverband. Durch die Vernetzung der Panzer wird aus einem etwas schwierig zu führenden Verband dann ein automatisiert kämpfender Verband. Das ist sicherlich das, was wir auf dem Gefechtsfeld brauchen. Und deshalb formuliere ich das mal so. Wir haben heute Panzer, um bei dem Beispiel zu bleiben, die haben Kampfkraft. Aber der Einsatzwert auf dem Gefechtsfeld wird sich erst dadurch einstellen, dass dort durch eine Führungsfähigkeit über die Plattform hinweg eine entsprechende Reaktionsfähigkeit und damit auch eine Überlegenheit erreicht wird. Das bedingt eben letztlich, dass Waffensysteme mit Kommunikationssystemen verknüpft werden müssen, dass Bekämpfungsalgorithmen automatisiert werden müssen, um dort den Menschen als Bediener zu unterstützen. Also das Gefechtsfeld der Zukunft aus meiner Sicht bringt erstmal jeden Panzer in die Notwendigkeit, ein Knoten auf dem Gefechtsfeld in einem digitalisierten Netz zu sein. Und dann wird sicherlich der Einsatzwert dort auch entsprechend steigen können. Wir haben ja auch kurz über das Thema Informationsraum gesprochen.
Hier würde ich noch gerade im Hintergrund, vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahlen, das Thema Bedrohung durch Desinformation ansprechen. Wie bewerten Sie das Problem und wie bewerten Sie die mögliche Beeinflussung der Meinungsbildung durch ausländische Akteure? Also ich halte das für ein entsprechendes Risiko, weil es gar nicht abzuwenden ist, dass wer auch immer ein Interesse hat, durch seine Meinungsmache dann auch Meinungen beeinflussen zu wollen. Die Mittel und Wege sind über die sozialen Medien problemlos auszunutzen. Wer immer dort ein Interesse hat, Meinungen zu verkünden, der kann das ja tun. Vor dem Hintergrund ist es eher die Frage nach dem Interesse, was jemand haben könnte, beispielsweise die Bundestagswahl in irgendeine Richtung zu bewegen, dass sich für die eine oder andere Partei dort ein stärkerer Zuspruch einstellt. Wir haben ja solche Bilder und solche Diskussionen gehabt im Kontext auch der Präsidentschaftswahlen in den USA. Da hat man auch mögliche Interessen definiert und mögliche Täter geglaubt, identifizieren zu können. Ich halte das für ein relevantes Problem, aber es ist eine Frage der Resilienz der Gesellschaft, und zwar nicht der technischen Resilienz, sondern eher der intellektuellen Resilienz, sich gegen solche Desinformation entsprechend zu wehren. Aber wenn ich das auch noch mal illustrieren soll, ab von der Bundestagswahl, Sie wissen um Kräfte, die wir in den baltischen Staaten haben, um dort gemeinsam mit... Okay, stand einer auf der Leitung? Sie waren gerade bei dem Thema, dass Sie das noch mal illustrieren wollten. Russland versus baltische Staaten und unsere Streitkräfte dort. Wenn dort in den lokalen Medien ein Bild auftaucht vom Roten Platz und dort werden drei Menschen gezeigt und der Untertitel sagt, wussten Sie schon, dass der deutsche Oberstleutnant und Kommandeur der Einsatzkräfte hier vor Ort am Wochenende in Moskau war und sich mit seinen guten Freunden getroffen hat, können Sie sich vorstellen, dass das bei der Bevölkerung Irritation auslöst. Wenn Sie dort die mehr verbreiten, und es ist so passiert, aber nicht das Ereignis, sondern nur die Nachrichten, dass junge, hübsche baltische Mädchen von deutschen Soldaten vergewaltigt worden seien, dann wissen Sie, dass das nicht zur Sympathie für die deutschen Kräfte bereitstellt. Und letztlich, wenn dann noch Bilder auftauchen, offensichtlich von einem Friedhof, der sich in einem bedauernswerten Zustand befindet und dann darauf hingewiesen wird, hier seien deutsche Panzer aus Versehen über einen Friedhof gerollt, dann sind das drei Nachrichten, die in mehreren Tagen, Wochen geeignet sind, das Stimmungsbild zugunsten oder gegen die deutschen Soldaten ganz besonders negativ zu beeinflussen. Und das sind dann die Informationskampagnen, die tatsächlich stattfinden tagtäglich und mit denen wir dann entsprechend umgehen müssen. Und man kann, glaube ich, sehr schnell erkennen, dass es dann dauert, dort wieder Vertrauen aufzubauen, wenn solche Eindrücke erstmal entstanden sind. Vielen Dank, Herr Admiral. Lassen Sie uns noch mal kurz weg vom Informationsraum wieder hin zum Cyberraum kommen. Und zwar interessiert das auch viele Teilnehmende hier im Chat, was denn das Verhältnis von defensiven und offensiven Cyberfähigkeiten in Deutschland, wie sich das genau verhält und ob offensive Fähigkeiten in Deutschland überhaupt zum Einsatz kommen und wie Sie das Thema Hacking Back bewerten. Ja, also ich sag mal, die erste Aufgabe ist erstmal ein gutes defensives System zu haben, was es ermöglicht, dass sie nicht Opfer werden eines Angriffs. Aber natürlich, um besonders effektiv verteidigen zu können, müssen sie natürlich auch wissen, wie Angriffe laufen. Oder andersrum, wenn Sie die Angriffe verstehen, dann wissen Sie auch, wie Sie sich effektiv verteidigen können. Und wenn Sie Angriffe verstehen, dann können Sie natürlich auch offensive Angriffe durchführen. Und im militärischen Szenar
sind offensive Cyberangriffe natürlich enthalten. Nur muss ich da natürlich deutlich machen, hier sprechen wir jetzt wieder über einen Konfliktzustand. Und genauso wie dann Panzerschiffe, Flugzeuge schießen dürfen, so dürfen wir natürlich dann auch entsprechende Cyberangriffe durchführen. Das Thema Hackback ist ja eher ein Szenar im Frieden. Ich hatte vorhin schon etwas gesagt zur Attribuierung und zu der Schwierigkeit, einen Angreifer hinreichend zweifelsfrei feststellen zu können, auf welchen Argumenten basierend auch immer, um dann zu sagen, das ist ein Angriff von dieser Stelle und deshalb ergibt sich der Effekt der Selbstverteidigung oder die Abwehr eines möglicherweise noch laufenden Angriffs. Wenn man natürlich moderne Angriffsvektoren sieht, dann ist es in der Regel so, dass sie dort von einer Richtung angegriffen werden. Und wenn Sie in die Richtung schauen, werden Sie sehen, dass das auch nur ein Knoten in einer Kette eines Angriffsvektors ist. Und wenn Sie sich dann vielleicht erfolgreich aufklärend durch diese Kette bewegen, dann wird der Angreifer irgendwann merken, dass Sie ihm näher kommen und er wird einfach seinen Angriffsvektor abschalten und dann haben Sie dabei überhaupt nichts erreicht. Das heißt, wenn Sie in einem laufenden Gefecht im Sinne von Hackback reagieren wollen, dann haben Sie dort wenig Chancen. Was wir kennen und wissen, sind natürlich die Honeypot-Procedure. Das heißt, Sie stellen sozusagen ein attraktives Ziel zur Verfügung. Und wenn ein Gegner darauf angreift, dann lassen Sie ihm einen freundlichen Gruß zurückzukommen. Das ist aber, ich sage mal, Theorie. Das ist schwierig umzusetzen. Insofern, offensiv ja, gehört zum Repertoire, aber Sie werden das nicht als eine zeitlich eng zusammenhängende Tit-for-Tat-Operation leisten können. Wie gesagt, dafür ist das Thema der Attribuierung zu herausfordernd. Bevor wir jetzt in die Zuschauerfragen einsteigen, eine letzte Frage tatsächlich noch, weil es auch eine akute Situation ist. Wir hatten es zu Beginn kurz angesprochen, die Situation in Afghanistan, die Sie natürlich auch sehr beschäftigt, wie das gesamte BMVG und uns alle. Einmal der Blick auf die Taliban. Sind die überhaupt ein möglicher Akteur im Cyber- und Informationsraum? Wenn wir uns das mal anschauen, seit 2001, was hat sich da vielleicht getan? Ich meine, Sie können mittlerweile Social Media nutzen, da sind Sie mittlerweile fit drin, aber wie sind die Cyberfähigkeiten? Haben Sie da vielleicht eine Einschätzung für uns? Ja, aber die würde ich ungern in dieser Situation mit Ihnen teilen. Social Media, absolut. Das sehen wir, dass das momentan ja auch eine Rolle spielt im Zuge der Kommunikation, also auch um das Informationsumfeld zu nutzen und auf diesem Wege Botschaften zu bringen. Wir wissen, das glaube ich, alle einzuschätzen, dass sich die Taliban in den letzten 20 Jahren in vielen ihrer Fähigkeiten deutlich verbessert haben. Und da sage ich jetzt einfach mal, kann man gar nicht ausschließen, dass sie sich auch den Cyberraum erschlossen haben. Die Frage, die sich stellt, wie ist die Infrastruktur, was sind ihre Ziele und wo ist hier möglicherweise dann ein tatsächliches Risiko gegeben? Ich will mich da aber auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse dann doch mal zurückhalten mit einer Antwort. Ich glaube, da haben Sie Verständnis. Das haben wir. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir möchten die Runde jetzt gerne für Ihre Fragen öffnen und Sie entschuldigen bitte schon im Voraus. Wir haben sehr viele Fragen bekommen und wir werden es wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen, sie alle ausreichend ausführlich zu beantworten. Aber ich möchte mit einer Frage starten, die Herr Strathoff gestellt hat. Und zwar, ich lese vor, gibt es neue Ansätze, den von der Wehrbeauftragten angesprochenen massiven Mangel an Cybersecurity-Fachkräften zu begegnen? Ja, vielen Dank. Natürlich haben wir diverse Aktivitäten. Ich will jetzt nur streifen, dass es ein Zulagenwesen gibt, eine Cyber
Zulage zugegebenermaßen sind wir, die wir dafür gekämpft haben, nicht wirklich zufrieden mit der Höhe dieser Zulagen. Das ist ein Versuch gewesen und da müssen wir sicherlich auch noch nachlegen, denn in gewisser Weise müssen Sie natürlich ausgleichen, wenn Sie einen Feldwebelsystemadministrator haben, der bei der Bundeswehr arbeitet oder er arbeitet bei der Deutschen Bank mit vergleichbarer Aufgabe, dann stellt er sich dort schon besser. Erfreulicherweise ist aber offensichtlich auch das berufliche Umfeld in den Streitkräften trotz aller Einsätze, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, auch im Sinne von Arbeitsplatzsicherheit durchaus attraktiv, sodass wir gerade im Bereich der Feldwebel auf einem positiven Trend sind, hier auch Menschen zu gewinnen, also Systemadministratoren etc. Im Bereich der Offiziere, Stabsoffiziere haben wir verschiedene Möglichkeiten und Wege geöffnet. Das ist zum einen im Binnenmarkt die Feststellung, die wir irgendwann gemacht haben, dass es Soldaten gibt mit einem technischen Studium, also mit einem IT-affinen Studium, die als Panzergrenadier oder als Minensuchbootfahrer in der Bundeswehr Dienst tun und das auch mit großer Freude tun, gleichwohl eine Lebensplanung haben, die sie nach 13, 14, 15 Jahren dann aus der Bundeswehr in die Industrie abwandern lässt. Und diese Menschen laden wir inzwischen ein, informieren sie über IT-affine Laufbahnen in den Streitkräften, bieten ihnen an ein Evaluation Center, wo sie ihre Fähigkeiten prüfen können, um ihnen auf dieser Basis auch ein Angebot zu machen, wie sie aus einer maritimen Verwendung oder einer Verwendung in den Heeresstreitkräften dann wechseln in unseren Organisationsbereich, um dann möglicherweise eine Perspektive zu erkennen, als Berufssoldaten in diesen Streitkräften zu bleiben. Also ein Beispiel für Außenwerbung und ein Beispiel für Innenwerbung. Was wir inzwischen gut praktizieren, ist das Thema der Wiedereinsteiger, Menschen, die die Streitkräfte vor vielen Jahren verlassen haben, mit Qualifikationen. Ich sage jetzt auch mal ganz wertneutral, ein Panzergrenadier, der dann aber im weiteren zivilberuflichen Leben eine IT-Karriere gemacht hat und der sich heute meldet und sein Interesse bekundet, durchaus allein durch die Tatsache, dass wir einen Organisationsbereich CIR mit einem Schwerpunkt aufgebaut haben und der dann fragt, wie kann ich helfen? Und so gibt es viele Menschen, die als Seiteneinsteiger wieder einsteigen. Genauso stellen wir ein erhebliches Interesse fest bei Menschen, die niemals bei den Streitkräften waren, die eine IT-Karriere gemacht haben und die jetzt auf einmal im Alter, ich sage mal um die 40, die Idee haben, wie wäre es denn, zur Bundeswehr zu gehen. Es sind also Seiteneinsteiger ohne militärische Vorverwendung, die wir dann bei entsprechender anzuerkennender zivilberuflicher Qualifikation auch mit höherem Dienstgrad einstellen und dann mit einer gewissen Ausbildung, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig Stichwort Grundausbildung, damit sie auch militärisch grüßen können, bitte das jetzt nicht zu leicht zu nehmen, aber die wir dann sozusagen auch im späteren Lebensalter mit hoher beruflicher Qualifikation in die Streitkräfte übernehmen. Und letztlich haben wir dann natürlich noch einen erheblichen Reserveapparat, den wir nutzen. Auch dort kann der Obergefreite, der als Obergefreiter der Reserve vielleicht Panzergrenadier war, heute zurückkommen und wird dann automatisch Oberstleutnant. Und es gibt einen konkreten Fall, wo wir natürlich den Herrn Professor Doktor mit IT-affinem Background dort auch sehr gerne qualifikationsbezogen eingestellt haben. Und da geht es um die IT-Qualifikation und nicht um seine Fähigkeiten als Panzergrenadier. Will heißen, wir nutzen einen Blumenstrauß von Möglichkeiten, Menschen für die Streitkräfte zu gewinnen, insbesondere dort, wo wir erkennen, dass sie uns helfen können mit den Qualifikationen, die
sehr vergleichbar sind mit denen, die sie in der freien Wirtschaft entsprechend vorfinden. Also ein bunter Blumenstrauß. Die Wehrbeauftragte kennt diese Aktivitäten auch, unterstützt das auch und hilft auch in dem einen oder anderen Fall, wo wir Motivation an anderen Stellen erreichen müssen, um diese ganzen verschiedenen Optionen auch auszunutzen. Wenn ich von anderen Stellen spreche, meine ich ausdrücklich nicht das Bundesamt fürs Personalmanagement der Bundeswehr, weil dort arbeiten wir an diesem Thema sehr intensiv zusammen und auch sehr engagiert, weil natürlich der Bedarfsdecker in dieser Organisation, das BA-PERS-BW, auch ein Interesse hat, uns mit den nötigen, in der Zahl und Qualifikation ausgestatteten Menschen zu versorgen. So viel dazu, Herr Klaus, zurück zu Ihnen. Ich würde tatsächlich weitermachen wollen mit einer Frage von Claudia Maria Klemm. Gehen wir mal in den Technologiebereich. Welche Chancen bietet das Quantencomputing und welche Risiken sehen Sie dort? Ja, das Quantencomputing bietet natürlich Möglichkeiten, wenn Sie die Fähigkeiten betrachten, die dort zu erwarten sind, die ja jetzt immer noch, sage ich mal, im Bereich der Forschung und Entwicklung bestehen, dann wird es natürlich noch einige Jahre dauern, bis wir dort Ergebnisse sehen werden. Aber wenn Sie mich zu den Risiken fragen, dann würde ich die ganz besonders im Bereich der Kryptologie sehen. Wir haben Kryptologie, also die Verschlüsselung von Informationen, ob Daten von Computern, ob Sprache etc. Die Sicherheit eines Schlüssels, mit dem Sie verschlüsseln, basiert ja in der Regel auf der Länge des Codes, den Sie dafür einsetzen. Und mit Quantencomputern können wir heute schon sagen, welche Verschlüsselungsmechanismen dann in 3, 5, 7, 10 Jahren nicht mehr einsetzbar sind und wo man dann im Grunde genommen wieder als Gegenreaktion neue Technik braucht, um zu verschlüsseln. Dort werden Quantencomputer ganz andere Fähigkeiten erreichen, um über eine gewisse Zeitachse dann diese Schlüssel aufzulösen. Und schon heute ist technisch mit Computern, auch mit Supercomputern, nahezu immer möglich, einen Code irgendwann aufzulösen. Aber es ist eine Frage der Zeit. Und deshalb ist ja ein klassisches Prinzip, dass man in der Kryptologie den Schlüssel regelmäßig wechselt. Und dann kommen Sie also mit der Fähigkeit von Quantencomputern dort unter einen entsprechenden Druck. Es gibt noch andere angedachte Fähigkeiten, die bei Quantencomputern dann eine Rolle spielen. Aber ich denke, da sind wir noch nicht in dem Bereich, dort auch Risiken und Möglichkeiten abzuschätzen. Aber beim Thema Kryptologie beobachten wir das natürlich sehr intensiv. Dankeschön, Frau Klemm. Ja, Herr Admiral, Frau Hassig fragt noch, ob Sie bitte ein paar Worte zur Cyberkooperation mit dem Vereinigten Königreich und der zukünftigen Zusammenarbeit auf EU-Ebene verlieren könnten. Ja, selbstverständlich. Also vielleicht kommt die Frage nicht von ungefähr, wenn Sie so gezielt auf Großbritannien heraus möchte. Dort habe ich gerade in der letzten Woche mit meinem britischen Pendant, so will ich das mal vorsichtig formulieren, eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Mein britisches Pendant ist der Commander Strategic Command. Der hat also Cyber auch auf seiner Agenda, aber er hat noch viele andere Themen. Wir haben dort über das letzte Jahr hinweg einige Themenfelder abgestimmt, in denen wir glauben, dass durch den Informationsaustausch und das gemeinsame Diskutieren der Themen wir auf beiden Seiten Gewinne erzielen. Da zählt zum Beispiel das Thema, wie gewinnen wir die nötigen Fachkräfte? Wie passiert das auf der britischen Seite? Wie passiert das auf der deutschen Seite? Wir sind beim Thema Cybersicherheit natürlich bei den Fragen, wie schützen wir unsere Infrastruktur? Welche Techniken sind da relevant? Wir haben in der Summe 7 Themenbereiche mit vielen, vielen Einzelthemen, die wir dort entsprechend behandeln, um
voneinander zu lernen und auch zu harmonisieren, wie wir bei diesen Themen vorgehen. Denn Cybersicherheit ist natürlich auch ein Thema unter der Frage Mission Assurance. Da wechsle ich jetzt aufs Britische. Also wie stellen wir unsere Einsatzverbände so auf, dass sie auch als sozusagen geschützter Verband sich mit anderen Verbänden zusammenschließen? Und wie stellen wir als Deutsche beispielsweise sicher, dass unser Marineeinsatzverband vorher von Penetration Testing, von Red Teaming so aufgestellt ist, dass wir dort sagen, wir schicken ein sicheres System aufs Wasser. Und wenn dort ein deutscher und ein britischer Verband zusammenarbeiten, dann haben wir natürlich die Erwartung, dass die britische Seite dort sich genauso vorher gekümmert hat, dass es eine Cybersecurity, ein Maturity Level gibt in diesem Verband. Und dann fahren wir die Verbände zusammen und dann sind wir dort auch und haben ein gutes Gefühl. Und dort sind aus unserer Sicht die Briten ganz wesentliche befähigte Ansprechpartner, mit denen wir insofern auch gerne und eng zusammenarbeiten. Es gibt noch ein paar andere Nationen, natürlich die Amerikaner, natürlich die Franzosen, natürlich die Niederländer, wo wir genauso einen Dialog führen, bilateral einerseits, aber dann auch noch natürlich in einem größeren Rahmen, sei es auf Ebene der NATO oder sei es auf Ebene der EU. Beim Thema EU muss man vorsichtig formulieren, dass die Konzepte dort etwas nachlaufen dem, was man in der NATO schon vor einigen Jahren begonnen hat. Insofern wird im Bereich der EU auch noch sehr individuell darauf geachtet, dass Dinge vorangehen. Beispielsweise leitet Deutschland ein Projekt für ein Cyber Information Domain Coordination Center, wo wir die militärische Cyberlage für die EU aufstellen wollen und durch den Beitrag vieler Nationen zusammenfahren wollen. Also insofern muss man sagen, NATO und EU, aber auch viele, viele einzelne Nationen, mit denen wir multilateral oder bilateral zusammenarbeiten. Das internationale Geschäft ist da ausgesprochen relevant. Das war die Antwort für Frau Hassig. Vielen, vielen Dank. Vielleicht noch zum Abschluss eine kurze Frage oder zwei kurze Fragen von Harvey Volz. Da geht es ein bisschen um die Aufgabenbereiche und die verschiedenen Definitionen. Und zwar, was umfasst den Aufgabenbereich des militärischen Nachrichtenwesens? Und vielleicht daran angeschlossen oder zu abzugrenzen, was umfasst den Aufgabenbereich der elektronischen Kampfführung? Ja, beginne ich mit der elektronischen Kampfführung. Hier unterscheiden wir zwischen Unterstützungsmaßnahmen, zwischen Schutzmaßnahmen und zwischen Gegenmaßnahmen. Das heißt, das elektromagnetische Spektrum wird genutzt von Funkgeräten, von Radargeräten, von den Mobilfunktelefonen. Das heißt, das elektromagnetische Spektrum hat eine Unmenge von Signalen und das ist für uns natürlich von Interesse, um dort Aufklärung zu betreiben. Das kann man sich vorstellen im taktischen Szenario, dass Sie natürlich die Radargeräte von Schiffen auffassen wollen, um damit ein Lagebild zu bekommen, wo sich möglicherweise gegnerische Schiffe aufhalten. Insofern, die Suche nach dem gegnerischen Radargerät findet auf jedem Kriegsschiff in einem Szenario entsprechend statt. Genauso können Sie das natürlich auf Flugzeuge und auf den Funk in Panzerverbänden ausdehnen. Insofern all das, was dort der Erfassung dient und in der Analyse Ihnen einen Vektor gibt auf ein gegnerisches Ziel, ist Teil dieser entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen. Dazu gehören Schutzmaßnahmen. Würden Sie also von einem, ich bin jetzt mal wieder Marineoffizier, von einem Flugkörper angegriffen, dann können Sie Störmaßnahmen ausüben, um beispielsweise den Radarsuchkopf eines Flugkörpers zu stören und ihn damit von seinem Ziel von Ihnen abzubringen, sodass er irgendwo im Nichts dann irgendwann runterfällt. Und letztlich
können Sie in dieser Hinsicht genauso Gegenmaßnahmen ergreifen, dass Sie nämlich gegnerische Schiffe stören, sei es um die Kommunikationsverbindungen zu unterbinden und ähnliche Dinge zu tun. Insofern, das elektromagnetische Spektrum ist da ein zusätzliches Gefechtsfeld, was aber auch, ich sag mal, klassisch schon seit vielen, vielen Jahren existiert und genutzt wird. Das Thema, er wollte Eloka und er wollte, helfen Sie mir, Frondis. Einmal noch das militärische Nachrichtenwesen. Ach, das militärische Nachrichtenwesen, ja. Genau. Ja, das militärische Nachrichtenwesen ist letztlich eine Disziplin, die Aufklärung mit einschließt, Erkennen von Informationen aus den verschiedensten Quellen, ob das nun im elektromagnetischen Spektrum ist, ob das Aufklärung im Bereich der Kommunikation ist, auf das Auswerten von offenen Informationen, das Nachrichtenwesen, und ich spreche ausdrücklich nicht vom Nachrichtendienst, das ist ein anderer Begriff, das Nachrichtenwesen nutzt also alle möglichen Informationsquellen, um daraus eine Nachrichtenlage zu erarbeiten. Und das hat den etwas vielleicht sperrigen Begriff des Nachrichtenwesens. Vielleicht hilft das als Antwort und bietet genügend Klarheit. Vielen Dank, Herr Admiral. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Blick auf die Zeit müssen wir leider so langsam zu einem Ende kommen. Wir erhalten nach wie vor noch zahlreiche Nachfragen, die wir jetzt aber nicht alle stellen können. Ich möchte aber zum Abschluss noch eine letzte Frage an Sie stellen, Herr Admiral Daum. Mit Blick auf die kommende Bundestagswahl am 26. September. Was sind denn für Sie die drei dringlichsten Aufgaben, die die nächste Bundesregierung mit Blick auf den Cyber- und Informationsraum angehen muss? Ja, okay. Ich denke, vor dem Hintergrund dessen, was wir tagesaktuell beobachten, immer mehr Cyberangriffe auf staatliche Organisationen, auf die Wirtschaft, auf kritische Infrastrukturen, würde ich mal formulieren, Resilienz ist hier das Stichwort. Und dort gibt es einen erheblichen Handlungsbedarf. Und vor diesem Hintergrund Resilienz einerseits, digitale Souveränität andererseits, das würde ich als die besonderen Handlungsfelder hier sehen, um schon mal durch eigenes Zutun Risiken zu mindern, wenn man denn angegriffen wird. Da das aber nie auszuschließen ist, würde ich sagen, ist auch die Reaktions- und Handlungsfähigkeit auf einen Angriff ganz besonders wichtig. Will damit sagen, ich hatte vorhin über das Cyberabwehrzentrum gesprochen, die Tatsache, dass wir hier ressortübergreifende Verantwortung haben, aber letztlich ein gemeinsames Risiko, was letztlich ein gesamtstaatliches Handeln erfordert, wäre für mich ein Schwerpunkt, dass diese Strukturen entsprechend überprüft werden und dann eine Verbesserung dort entsteht, die diese Handlungs- und Reaktionsfähigkeit auch bereitstellt. Und wenn ich das dritte, ein drittes Thema nennen soll, dann glaube ich, dass Digitalisierung insgesamt noch eine Herausforderung ist. Also neben Absichern und reaktionsfähig sein im Schadensfall ist es, glaube ich, dann wichtig, auch noch die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und dort zu investieren. Da gibt es viele Bereiche, aber da muss ich jetzt vorsichtig sein, wir reden über die Bundesregierung nach Ihrer Frage und deshalb würde ich jetzt, sag ich mal, Verbesserung der Digitalinfrastruktur an Schulen etc. natürlich nicht nennen können, weil das dann eher eine Länderaufgabe ist. Aber ich sage mal, in dem Bereich Verbesserung der Digitalisierung gleichzeitig schaffen Resilienz und drittens Reaktions- und Handlungsfähigkeit im Sinne der Sicherheit, das würde ich mal so als Schwerpunkte anlegen bei dem Thema.
Vielen Dank, Herr Vizeadmiral Daum, für Ihre Zeit. Mit Blick auf die Zeit, auf die Uhr, müssen wir leider feststellen, wir konnten nicht alle Fragen beantworten. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich noch einmal wiedersehen und die ganzen Themen, die wir nicht geschafft haben, noch einmal wahrscheinlich besprechen. Ich kann Ihnen aber auch noch anbieten, 2, 3 Fragen zu beantworten. So ist es nicht. Also ich bin nicht unter einem solchen Zeitdruck wie möglicherweise der eine oder andere Zuhörer. Wir möchten Sie jetzt vielleicht nicht komplett vereinnahmen. Wir haben tatsächlich gedacht, dass Sie nicht so viel zeitlichen Spielraum haben. Ich habe nichts anderes mehr vor heute Abend. Insofern, das brauche ich nicht bis 22 Uhr gehen. Das war jetzt nicht das Angebot. Aber wenn Sie noch 2, 3 Herzensfragen haben, dann bin ich gerne bereit, da noch zu helfen. Wir sind ja auch ein bisschen später ins Spiel gekommen hier, technisch. Tatsächlich. Insofern, ja, wollen wir ja keinen enttäuschen. Insofern, Stefan, schießen Sie los. Ja, na dann nutzen wir die Gelegenheit, das wäre ja schade drum. Ja, auf jeden Fall. Herr Viertel hat die Frage gestellt, dass im militärischen Nachrichtenwesen und im Besonderen in der elektronischen Aufklärung es erheblichen Nachholbedarf in der Modernisierung und der Rüstung gibt. Wie werden Sie, ist seine Frage, beziehungsweise das CIR hier mit Blick auf die LVBV, wer die Abkürzung nicht kennt, Landesverteidigung, Bundesverteidigung, den Organisationsbereich zukünftig aufbauen? Herr Viertel ist ja ein sachkundiger Kollege, vielleicht Kamerad in diesem Thema, wenn er die Frage so formuliert. Also wir reden ja gerne über die großen Dinge, aber im Kontext Landes- und Bündnisverteidigung habe ich IT-Bataillone zur Verfügung, ich habe Eloka-Bataillone zur Verfügung. Und in all diesen Bataillonen, muss man sagen, ist die materielle Lage nicht gut. Und hier geht es nicht um heil oder kaputt, sondern hier geht es um eine querschnittliche Ausstattung und hier geht es um eine moderne Ausstattung. Und hier haben wir, und das hat Herr Viertel da ganz richtig wahrgenommen, hier haben wir Nachholbedarf. Hier haben wir Nachholbedarf, weil wir in der Vergangenheit mit der Konzentration auf Kriseneinsätze immer gefragt haben, was ist dort in der Situation erforderlich, was ist jetzt modern, was wären gute Fähigkeiten, mit denen wir ein Einsatzkontingent in einen solchen Kriseneinsatz schicken. Wir haben wertvolles Gerät dann zu seiner Zeit beschafft, wir haben es aber leider dann in der Vergangenheit und im Nachhinein versäumt, diese Ausstattung querschnittlich über alle Eloka-Bataillone entsprechend auszustatten, also viel mehr zu beschaffen, als dort damals dann in Angriff genommen wurde. Und das führt eben dazu, dass wir sehr unterschiedliche Ausstattungen haben mit teilweise auch entsprechend veralteten Fähigkeiten. Und dieses ist auf der Liste meiner Handlungsfelder der Punkt ganz weit oben. Denn wenn wir jetzt auf Landes- und Bündnisverteidigung umsteigen, dann müssen wir unseren Menschen, die ja in Einsatzkontingenten gelernt haben zu denken und wann in 2 Jahren muss ich wieder in diesen oder jenen Einsatz, die wollen wir ja nun ertüchtigen, sozusagen aus dem Stand heraus eine Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung zu entwickeln. Das ist eine Frage des Mindsets und das ist eine Frage des Materials und des modernen Materials. Und deshalb liegt das auf der Hitliste ganz weit oben. Es ist natürlich, ich formuliere das mal so, von der Frage, was brauchen wir, überhaupt kein Handlungsbedarf. Und auch nicht von der Frage, wie viel brauchen wir und wie muss das qualitativ ausgestaltet sein. Das sind keine Fragen, die meine Fähigkeitsentwickler, meinen Abteilungsleiter Planung beschäftigen, weil die Dokumente dafür, die man braucht, sozusagen, um dann auch in eine Beschaffung zu gehen, die liegen alle auf dem Tisch. Aber Sie kennen die Linien des Haushalts der Streitkräfte und da ist natürlich die elektronische Kampfführung einer derjenigen, die dort auf das Geld schielt, aber da schielen viele, viele mehr. Und deshalb ist es eine Frage der Priorisierung. Und für diese Priorisierung, für die werbe ich natürlich. Und das gelingt auch bisher ganz gut, wenn Sie an die großen Dinge denken und an einen Ersatz unserer Flottendienstboote
dann sind die auf den Weg gebracht, wenn sie an eine fehlende, weitreichende luftgestützte Aufklärung denken. Dann gibt es da jetzt inzwischen ein Projekt Pegasus, was dieses Jahr durch den Haushalt bewilligt wurde. Und es gibt viele, viele kleinere Vorhaben, die aufgesetzt sind und abhängig von der Finanzierung gestartet werden können. Aber wir haben auch im Bereich der Modernisierung, insbesondere das, was in Fahrzeugen ist, das eine andere Projekt in Bewegung, wo es derzeit tatsächlich um die Entwicklung, um die Ausstattung und dann um die Einsatzfähigkeit entsprechend geht. Also insofern, das ist für mich ein Schwerpunktthema, weil ich nicht, weil ich nur für diese moderne Technik werbe, sondern weil ich eben Menschen habe, die um ihren Auftrag zu erfüllen, moderne Technik brauchen. Und nur wenn ich die auch anbieten kann, werden all diese Menschen, meine Kameraden in der Eloka-Truppe, auch ein Interesse haben, in diesen Streitkräften ihren Auftrag zu vollziehen. So viel zu Herrn Viertel. Vielen Dank. Vielleicht noch eine Frage von Nils Rudo. Welche Ausprägung wird der Geoinformationsdienst im Org-Bereich ZIR erfahren? Vielleicht auch für diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was der Geoinformationsdienst ist, vielleicht mal ein, zwei Worte dazu. Wäre ja, sehr spannend. Der Geoinformationsdienst ist ein Fachdienst in der Bundeswehr, der mit einer Vielzahl von Expertise ausgestattet ist. Geodäten, also Vermessungsingenieure, bis hin zu Meteorologen. Es gibt Bauingenieure, Statiker etc. Alle Disziplinen letztlich von allen Fähigkeiten, die wir mit Geoinformationswesen beschreiben, sind dort vorhanden. Es gibt das Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr, sitzt in Euskirchen unter der Leitung eines Ein-Sterne-Generals, der gleichzeitig der Leiter des Fachdienstes ist. Ich habe vorher schon angedeutet, von dort kriegen Sie alles, also kriegen die militärischen Einheiten alles an Wettervorhersagen, an See-, Land-, Luftkarten, alles, was man dort braucht. Ich nenne einfach mal, dass die Bauingenieure in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Zuge der Flutkatastrophe waren, um die statische Qualität von Brücken festzustellen und haben dort die zivilen Stellen unterstützt, bevor man die Brücken weiter nutzt. Also da haben wir ein weiteres Spektrum von hervorragender Expertise, die wir natürlich brauchen. Zum Teil, zum Großteil sind das eigene Fähigkeiten. Zu anderen Teilen arbeiten wir natürlich mit dem Deutschen Wetterdienst, mit dem Deutschen Hydrographischen Institut ganz intensiv zusammen. Es hat sich hier natürlich deutlich geändert. Hat man vor vielen Jahren dort noch sozusagen die Papierkarte in den Händen gehabt, dann fließen diese Geoinformationen heute natürlich direkt in die Computersysteme ein. Und das verändert das Geoinformationswesen. Die größten Computer und die größten Speicherserver, die wir haben, sind dort im Bereich Geoinformationswesen, weil es unendliche Datenmengen sind, die dort verarbeitet werden. Und dem tragen wir Rechnung. Einmal durch auch die Modernisierung der IT-Infrastruktur dort in den Bereichen. Dem tragen wir Rechnung durch einen entsprechend aufgestellten Personalkörper, um die verschiedenen Qualitäten dort abzubilden. Und letztlich integrieren wir diese Kräfte auch in jede Aktivität im Bereich Operationsplanung etc., weil ohne deren Unterstützung letztlich viele Dinge nicht so möglich sind, wie sie in der Operation, in der militärischen Operationsführung bedacht werden müssen. Also insofern ist der Geoinformationsdienst der Bundeswehr aus meiner Sicht nicht wegzudenken, bleibt auch unangetastet im Kontext der Verschlankung, die wir momentan in der Organisationsstruktur insgesamt anlegen, weil die Notwendigkeit dieser Fähigkeiten außer Frage steht. Danke an Herrn Rudo für die Frage.
Ja, Haut hat noch eine Frage, die vielleicht grundsätzlicher Natur ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das außerhalb von Expertenkreisen auch den einen oder anderen Bürger oder die Bürgerin interessiert. Und zwar, wird weiter der Mensch im Gefecht führen oder wird das irgendwann eine Maschine tun? Ja, da sind wir bei dem netten Thema künstlicher Intelligenz. Ohne dass ich da jetzt Sorgen auslöse, was passieren könnte. Es ist natürlich heute schon so, dass der Computer ganz erheblich den Menschen, auch den menschlichen Operateur unterstützt. Wenn Sie sich das Szenar auf einem Kriegsschiff vorstellen, wo feindliche Flugzeuge angreifen, wo Flugkörper geschossen werden, dann ist eine Besatzung an Bord eines Kriegsschiffes unter erheblichem Stress, dort Ziele sicher zu erkennen und entsprechend dagegen zu reagieren. Und dort gibt es, und da sprechen wir noch gar nicht über künstliche Intelligenz, da sprechen wir über leistungsfähige Computerprogramme. Threat Evaluation and Weapon Assignment beschreibt den Prozess, dass ein Computer aufgrund des Lagebildes, der anfliegenden Kontakte, der Geschwindigkeit, der entsprechenden Informationen, worum es sich dabei handelt, ein gefährlicher gegnerischer Flugkörper etc. Dieses Computerprogramm wertet diese Bedrohung aus. Jeder einzelne Kontakt wird bewertet und daraus wird eine Priorisierungsreihenfolge erarbeitet. Wann nähert sich welcher Kontakt aus welcher Richtung und wen müssen wir da zuerst bekämpfen? Das ist eine Computerlogik vom Menschen programmiert, die die Entscheidungsprozesse des Menschen in Millisekunden vollzieht, wo der Mensch allein durch den Stress überfordert wäre. Also in solche Fähigkeiten setzen wir bereits ein. Wir setzen auch Fähigkeiten ein im Bereich der künstlichen Intelligenz, aber dort muss man natürlich unterscheiden. Es gibt schwache und starke künstliche Intelligenz und schwache künstliche Intelligenz ist die, die Sie trainieren können, wo Sie die Algorithmen verstehen. Und die, jetzt mal abgesehen vom Gefecht, nutzen wir beispielsweise im Kontext des militärischen Nachrichtenwesens, was ja vorhin nachgefragt wurde, um eine Vielzahl von, ich sage jetzt einfach mal, um 100.000 Webseiten aktuell jederzeit abzufragen auf gewisse Schlüsselbegriffe, um dort eine Information rauszuziehen. Dazu setzen wir, sind Sie noch da, Herr Klaus? Ja, Sie sind noch da. Dazu setzen wir schwache KI ein, die uns dort ganz wesentliche Dienste leistet. Und diese schwache KI, also wo Sie den Algorithmus noch beherrschen, die kann ich mir selbstverständlich auch in Waffensystemen vorstellen, weil sie dann den menschlichen Operator unterstützen. Die Freiheit von Waffensystemen, ohne dass der Mensch mindestens eingreifen kann, die kann ich mir dauerhaft nicht vorstellen. Da sind wir von Raumschiff Enterprise und allen Dingen noch weit entfernt. Und dort stoßen wir natürlich dann irgendwann auch an die Fragen der ethischen Bewertung. Wie kann das noch kontrolliert werden? Wie sind dort sozusagen Fehler auszuschließen? Welche Risiken verbinden sich damit? Da könnten wir jetzt noch ein abendfüllendes Thema draus machen. Insofern sage ich mal, natürlich ist das vorstellbar, dass irgendwann nur noch Maschinen mit Maschinen kämpfen. Aber das Bild, was ich dort vor Augen habe, ist immer noch das, dass der Mensch dann die Kontrolle und die Steuerung darüber behält, weil sonst muss er sich irgendwann nicht wundern, wenn sich die Maschine auch gegen ihn selbst richtet, weil irgendein Chipkreis durchgebrannt ist und damit die Sache ungünstig wird. So viel für Herrn Haut, habe ich verstanden. Tatsächlich. Dennoch mit Blick auf die Zeit und dass einige unsere aus dieser Reihe leider nicht den ganzen Abend Zeit haben, möchten wir uns trotzdem so langsam bedanken und verabschieden.
Ich denke, wir werden das Ganze trotzdem noch mal in dieser Konstellation wiederholen, weil es einfach viel Redebedarf gibt und viele Entwicklungen sich natürlich auch in der Zukunft noch mal sicherlich besprechen lassen, vielleicht auch in Präsenz demnächst, wenn die Entwicklungen in der Pandemie es zulassen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herrn Vizeadmiral Daum, für Ihre Zeit, für die Informationen und auch für Ihre Flexibilität, sich auf die Themen auch einzulassen. Das ist manchmal ganz schwierig, von einem Thema zum anderen Thema zu gehen. Vielen, vielen Dank dafür. Es war uns eine Freude, eine Ehre. Ich spreche auch für alle hier Anwesenden von der GSP. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, eine angenehme Restwoche. Einen herzlichen Dank an die noch verbliebenen Zuschauerinnen und Zuschauer, die heute Abend sich zugeschaltet haben, die Fragen gestellt haben, diese Diskussion auch lebendig gestaltet haben. Ebenso ein herzlicher Dank an den Brigadegeneral AD Rainer Schwalb für die einführenden Worte und natürlich die Organisatoren auch Felix Bornemann und Eike Stau, die hier organisatorisch im Hintergrund agiert haben. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und bleiben Sie der GSP gewogen. Die Reihe Inspekteure im Gespräch wird weitergeführt Anfang Oktober. Schauen Sie ab und zu auf die Website. Wir sind auch auf Social Media aktiv. Schauen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, auf Ihre Ideen. Bleiben Sie mit uns in Kontakt. Wir freuen uns auf Sie und weitere Veranstaltungen. Und in diesem Sinne einen schönen Abend.